Freunde, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen Sonntagmorgen hier um 10 Uhr, wo das Video jetzt online kommt. Wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Kaffee getrunken, denn sonst werdet ihr jetzt zu 1000% wahrscheinlich ein Herzkasper kriegen hier und eure Nerven werden am Rad drehen. Also es ist wieder ein ultra krasses Rennen hier entstanden auf einem Public-Server mit einem gigantischen Finish natürlich wieder. Ihr kennt es nicht anders, also schnallt euch an, genießt die nächsten, keine Ahnung, wie viel sind es jetzt hier, 16, 17, 18 Minuten. Und wir starten hier auch schon in das Rennen, komplett oder nicht komplett ohne HUD, aber mit einem anderen HUD, denn das ist hier wieder die Wiederholung, die ich aufgezeichnet habe. Und wie gesagt, das Rennen, das war wieder die absolute Action hier. Wir starten hier vom 18. Platz mit dem Lamborghini, mit dem 2019er Evo. Auch ein Auto, was ich jetzt neu gerade am Testen bin. Und deswegen komplett Standard-Setup. Und wir gucken mal, was hier passiert. Wie gesagt, Public-Server. Und ja, gucken wir mal, wie sich das Ganze hier verhält. Es geht hier schon mal ultra eng zur Sache in den ersten Kurven. Ihr seht es aber alles sehr sauber. Keine Berührung hier. Zumindest noch nicht. Und hier links gibt es schon die erste kleine Berührung. Ich blende euch mal noch eben eine andere Ansicht hier ein. Dann könnt ihr das Ganze auch noch ein bisschen besser verfolgen hier. Und ihr zieht es euch rein. Es geht hier direkt ultra eng zur Sache. Können wir hier den Lexus hier neben uns außenrum hier in dieser Links überholen. Hier ein bisschen mehr Kurvenspeed mit durchgenommen. Und da sind wir jetzt sogar vor dem Lexus. Und sind jetzt hier hinter deinem AMG. Und ich habe mir das überlegt. Oder ich habe mir das generell mal so durch den Kopf gehen lassen. Wäre das nicht eine geile Sache, wenn ich hier immer sonntagmorgens, also um 10 Uhr, einfach, wenn zum Beispiel auch Formel 1 am Nachmittag läuft, aber ihr habt dann einfach schon mal zum Frühstück die volle Simracing-Action und könnt euch dann immer ein geiles Rennen reinziehen, entweder ein Public-Rennen oder ein Competition-Rennen. Das wäre doch mal eine richtig geile Sache. Hier werden innen attackiert von dem Lexus. Der will sich hier direkt revanchieren, aber das, oder die nächste Kurve ist hier eine Rechtskurve. Er setzt sich daneben, aber wir können wieder hier mit einer besseren Linie uns behaupten. Und da wird er auch schon direkt dahinter von dem Ferrari attackiert. Oder was ist es? Ne, ein Aston Martin ist es. Kein Ferrari, das habe ich jetzt gerade falsch gesehen. Aber wir haben uns hier in der ersten Runde bis jetzt schon mal auf den 13. Platz vorgekämpft. Und mal gucken, wie weit wir uns da nach vorne kämpfen. Ist da natürlich immer so eine Sache, ob man sich da jetzt noch ganz nach vorne kämpfen kann. Weil ihr seht es, die Abstände, die gehen dann natürlich auf, wenn man hier in den Zweikämpfen verwickelt sind. Da vorne sehen wir schon eine kleine Lücke. Deswegen gucken wir mal, ob wir hier vielleicht sogar noch aufs Podium fahren können. Wer weiß, und hier schon wieder drunter und drüber. Hier geht es wieder nebeneinander in diese Bassstabschikane. Können wir uns hier neben den Benz setzen. Hier beim Rausbeschleunigen wieder Seite bei Seite in Richtung erste Kurve. Aber das Problem ist, vor uns haben wir auch noch einen Porsche. Das heißt, können wir hier vielleicht innen reinstechen, den Porsche, und den berühren wir da fast. Und der Benz ist innen und kassiert uns hier. Und hier werden wir leicht angeschoben vom Aston Martin. Und da drehen sich noch welche raus. Also drunter und drüber geht es hier. Direkt in den ersten ein, zwei Runden. Also so, wie ich es euch versprochen habe, Leute. Und der Aston Martin ist direkt hinter uns. Der will uns jetzt hier attackieren. Ist jetzt hier in Rouge oder in Radillon, sagt man ja. Habe ich jetzt auch schon mittlerweile gelernt. Ist jetzt hier noch direkt auf der Camel Straight hinter uns im Windschatten. Aber wir sind im Windschatten vom Porsche. Und na klar, wenn es nichts Einfacheres geben würde. Wir fahren jetzt hier zu dritt nebeneinander in diese Schikane hier rein. Und können den Porsche hier zu zweit überholen. Aber der Aston Martin ist jetzt hier noch neben uns. Da geht ein Porsche weit. Und der Aston Martin ist immer noch neben uns. Ihr seht es in der anderen Ansicht oben, wie jetzt hier außen. Aber jetzt hat er hier die bessere Linie für diese Rechtskurve. Und kann er sich hier behaupten. Wir sind jetzt hier außen, können vielleicht mit ein bisschen mehr Kurvenspeed außen rum. Aber da ist er jetzt leicht vor uns. Jetzt kommt aber eine Linkskurve und da habe ich wieder gegen gehalten. Und jetzt können wir uns hier innen behaupten. Und da gibt es keine Berührung, aber er ist da auf diesen Teppich gekommen und hat sich da anscheinend rausgedreht. Zu hart auf dem Gas gewesen. Und das ist genau diese Sache, wenn du da auf diesem grünen Teppich da unterwegs bist. Da hast du keinen Grip. Und das ist ihm, glaube ich, jetzt genau hier passiert. So, jetzt haben wir mal kurz ein bisschen Luft zum Verschnaufen. Sage ich gerade. Und da geht hier der Lamborghini weit vor uns. Der blaue. Und wir hier heute in einem wunderschönen Gelb. Und da vorne dreht sich der BMW raus. Wir müssten hier ausweichen. Im allerletzten Moment bin ich da nach rechts rüber gezogen und bin da durchs Kies gegangen. Sonst hätte es da auch gescheppert. Ach du Scheiße, Leute, was ist hier los? Aber wie viele Plätze haben wir da jetzt in den ersten zwei Runden gut gemacht? Wir sind hier schon auf dem 5. Platz, vorne im 18. Platz. Und jetzt haben wir wirklich erstmal eine Lücke vor uns. Über 7 Sekunden haben wir eine Lücke vor uns. Der Lexus, der ist noch ganz nah hinter uns. Und da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass der uns jetzt hier nicht direkt noch attackiert. Der ist auf der Geraden hier so ein bisschen stärker als der Lambo. Und wie gesagt, ich habe hier nichts am Setup eingestellt. Also das sind jetzt hier
ja, sage ich auch so, die ersten Meter mit einem standardaggressiven Setup von dem Lambo auf Spar. Und das fühlte sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Aber es war so ein bisschen untersteuernd. Also zumindest zu untersteuernd für mich. Ich mag das eigentlich ein bisschen lieber, wenn das Heck mehr mitlenkt. Also wenn es nicht so viel über die Vorderachse schiebt. Klar, das ist ein bisschen sicherer auf jeden Fall mit diesem Untersteuern. Aber mit so einem ganz, ganz leichten Übersteuern hier und da in den Kurven, dass so das Heck quasi ein bisschen mitlenkt, da bist du insgesamt auf die Runde gesehen definitiv schneller. Und hier Radelior wieder mit dem Lambo. Geht eigentlich, aber du musst die Linie halt, wie eigentlich in jedem Fahrzeug, richtig, richtig gut treffen. Vor allem mit dem Untersteuern, so ein schiebt sich immer oben raus und dann cuttest du oben. Und dann gibt es natürlich eine Verwarnung und das müssen wir definitiv vermeiden. Und wenn du den Curb triffst, dann ja, wirst du auch oben rausgeschoben. Deswegen, da musste man sich hier und da so ein bisschen umstellen hier im Lambo. Und beziehungsweise auf dieses Setup auch. Aber insgesamt wirklich sehr, sehr gutmütig. Und der Lambo gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut von der Rennpace auch her. Ist vielleicht nicht das allerschnellste Fahrzeug auf eine Runde gesehen. Vielleicht hat er hier und da auch seine Strecken. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare hauen. Diejenigen, die das wissen, wo der Lambo sehr, sehr gut ist. Auf welchen Strecken. Keine Ahnung. Aber insgesamt macht es auf jeden Fall ein gutes, angenehmes Gefühl. Vor allem auf die Rennpace gesehen. So, und mal gucken, ob wir da hinten, ihr habt einen ganz kleinen da hinten in der Kurve gesehen, an den AMG rankommen können. Der ist noch 7 Sekunden entfernt. Laut Delta jetzt gerade, links. Könnt ihr da sehen. Aber nach hinten haben wir zumindest erstmal eine kleine Lücke hier von einer halben Sekunde. Das aktualisiert sich leider auch nicht so oft. Obwohl, jetzt steht ja gerade 2,6 Sekunden, das stimmt ja da nicht. Dann sind das wohl die Abstände, die er hat auf den dritten. Oder keine Ahnung. Ah, jetzt steht es wieder. Okay, 5,7 Sekunden ist jetzt wieder der Abstand. Aber wir sind da definitiv viel, viel näher rangekommen. Also 1,5 Sekunden haben wir da jetzt aufgeholt in dieser einen Runde. Und mal gucken, was hier unsere erste fliegende Runde gleich für eine Rundenzeit gibt. Und ja, was für Rundenzeiten das generell hier im Lambo sind. Das war für mich jetzt natürlich auch alles komplettes Neuland. Und wenn du, ja sag ich mal, mit dem Standard-Setup hier so 2,18er Zeiten fährst oder so, vielleicht sogar 2,17er Zeiten, je nachdem, dann ist das schon richtig, richtig gut eigentlich für einen Einstieg mit einem Fahrzeug. Und mal schauen, jetzt gleich unten rechts wird die Rundenzeit eingeblendet. Da vorne sehen wir den Kollegen auch schon, auf dem wir jetzt deutlich den Abstand verkürzt haben. Und ihr seht es unten, eine 2,18,4 war das. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir eine 2,18,4 fahren auf Anhieb in unserer ersten freien Runde. Wie gesagt, kein Quali gefahren, von relativ weit hinten gestartet und einfach mal jetzt hier reingesprungen in oder auf diesen Server. Das ist der Apex Apex Online Racing Server oder wie heißt er genau? Ich weiß es gerade gar nicht. Also der AOR Server sozusagen. Und wir machen hier mal einen kleinen Cut von 1-2 Runden und ihr seht es, eine weitere Runde unter 2,19, 2,18,9. Ein bisschen langsamer als gerade, aber wir sind hier wieder deutlich, deutlich näher rangekommen an den AMG vorne. Und Leute, ich habe ja gesagt, es wird gleich noch richtig, richtig lustig, auch mit diesem Finish, was wir gleich noch sehen werden. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal anschnallen und drauf freuen. Und ich denke mal, das ist auch generell eine geile Idee, wenn wir das so machen am Sonntag. 10 Uhr, ne, wie gesagt, Käffchen, schön noch auf der Couch oder im Bett chillen und dann mal richtig so mit einer geilen Renn-Action hier in den Sonntag reinstarten. Das klingt doch nach einer geilen Idee, oder? Da könnt ihr direkt mal ein Däumchen raushauen, wenn ihr Bock drauf habt. So, aber wir konzentrieren uns hier weiter auf das Renngeschehen. Nach hinten, da haben wir auf jeden Fall ja, Luft und da müssen wir uns erstmal nicht kümmern. Hier machen wir nochmal einen kleinen Cut und wir kämpfen uns jetzt nach und nach hier an den AMG ran. Und davor, der dritte Platz, das wäre ja das Podium. Das wäre natürlich ultimativ geil. Das mache ich mal hin und wieder ganz gerne, dass wir einfach hier so in so ein Rennen reinspringen und dann bewusst von weiter hinten starten. Erstmal wegen der Renn-Action. Da kann man erstmal doch so ein bisschen üben, sich im Verkehr zurechtzufinden und ja, Überholmanöver zu machen, zu verteidigen und so weiter und so fort. Aber auch natürlich kommen generell immer richtig geile Situationen zustande. Wenn es sauber ist, natürlich. Man kann auch Pech haben. Das hatten wir auch schon hier und da mal. Das Thema mit den Public-Servern. Aber insgesamt habe ich da definitiv mehr positive Erfahrungen gemacht als negative. Von daher ja, ist das hier wieder ein weiteres Beispiel. Hier seht ihr zum Beispiel, ja, Radillon haben wir da okay getroffen. Aber wäre ich da noch ein bisschen weiter links gewesen, dann hätte ich wieder oben cutten müssen. Oder vom Gas noch weiter vom Gas gehen müssen. Und er
Geht ihr schon in Richtung Kampflinie so ein bisschen? Da will er nicht, dass wir seinen Windschatten hier snacken. Und ja, ihr war ein bisschen spät dran. Und ihr seht es hier, die Linie, wenn man die falsch trifft, beziehungsweise wenn man sie richtig trifft, wie nah man da auf einmal kommt. Wie viel das ausmacht, wenn man da auf einmal nur ein, zwei Meter neben der Linie unterwegs ist. Dann triffst du direkt die nächsten Kurven nicht mehr. Und ja, da haben wir direkt mal hier 20 Meter oder so gut gemacht. So, aber wir sind jetzt hier absolut dran. Und das ist jetzt hier auch schon... ja, fast die Schlussphase. Also es ist nicht mehr lange, es sind nur noch zwei, drei Runden hier auf der Uhr. Deswegen, also insgesamt sind wir, glaube ich, 9 Runden gefahren. Wir sind jetzt hier in der 7. Runde. Oder sind wir 10 Runden gefahren? Irgendwie so. Und wenn wir danach ganz vorne wollen, also beziehungsweise auf den 3. Platz, dann dürfen wir hier auch nicht zu lange hinter dem 4. Platz sein. Also wir sind definitiv viel schneller. Ihr seht, das ist der nächste Fehler. Wieder zu weit rausgekommen und dadurch hier die Linie für die Links verkackt. Und da können wir jetzt natürlich Druck aufbauen. Aber da dürfen wir selber jetzt auch keinen Fehler machen und müssen hier möglichst schnell und möglichst sauber vorbeikommen. Vielleicht sogar jetzt hier schon am Ende der letzten Passage in Richtung Busstop-Chicane kommen wir dann ran hier auf der ja, Fullspeed-Passage. Der AMG ist natürlich auf der Geraden schon ein richtiger Knaller mit seinem dicken V8. Deswegen kommen wir da jetzt auch nicht gerade wirklich ran. So, aber jetzt hier anbremsen. Ihr seht es, auch auf der Bremse sind wir da sehr, sehr, sehr stark. Und hier auch mit einer besseren Linie durch. Also wir sind absolut dran. Jetzt vielleicht hier positionieren für diese Rechtskurve, für die enge rechts, auch eine gute Gelegenheit. Aber dann kann er uns auf der Camel Straight oben wieder kassieren. Deswegen erstmal jetzt hier hinter einordnen und dann mit einem guten Exit hier aus dieser engen Rechtskurve, genau hier früh auf dem Gas. So, und hier haben wir einen sehr, sehr guten Exit getroffen. Sind jetzt hier absolut dran. Und müssen jetzt aber aufpassen durch die verwirbelte Luft hier. Au Rouge, Radignon. Ja, passt aber gut. Hier leicht den Curb mitgenommen. Aber trotzdem richtig gut die Linie gehalten. Aber wir sind jetzt hier absolut dran. Können wir uns jetzt hier ransaugen an den AMG. Aber ihr seht es, selbst im Windschatten wird es da sehr, sehr schwierig. Er bleibt hier natürlich auf der rechten Seite. So, aber er ist hier super stark auf der Bremse und kann hier sehr gut verteidigen. Also das war ein sehr gutes Manöver von ihm. Gut verteidigt. Nicht zu spät auf der Bremse gewesen, aber auch nicht zu früh, sodass ich mich noch daneben setzen kann. Und wenn er da einfach im Weg steht, dann kann ich natürlich auch nicht attackieren und mich da irgendwo noch vorbeidrücken durch eine bessere Linie. Deswegen sehr gut gemacht. Gutes Beispiel, wie man da auf jeden Fall verteidigen sollte. So, aber das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen, Freunde. Wir wollen hier weiter attackieren. Wir wollen hier auf jeden Fall mindestens noch den 4. Platz. Und wie gesagt, auch wenn es... ah, hier ist wieder ein kleiner Fehler von ihm. Auch wenn es nur ein Public-Rennen ist, ich will in jedem Rennen immer das Allerbeste rausholen. Und dann ist mir egal, ob es ein Liga-Rennen ist, Public-Rennen, Competition-Rennen, scheißegal. Ich habe einfach Bock, immer das Beste rauszuholen und zieht es euch rein, wie... schnell wieder rangekommen sind oder mit was für einem Überschuss, weil er da schon wieder einen ähnlichen Fehler gemacht hat wie gerade, wo er da ja beim Umlegen von rechts auf links ein bisschen die Traktion oder den Grip verloren hat und hier kommt er wieder ein bisschen weit raus. Vielleicht klappt es ja jetzt, vielleicht können wir uns jetzt hier wieder ransaugen. Ich dachte, wir hätten gerade einen kleinen Überschuss gehabt, aber ihr seht es, er kann da selbst ohne Windschatten und obwohl wir Windschatten haben, kann er sich hier locker behaupten. Also wir kommen da kaum ran. So, aber hier beim Anbremsen waren wir gerade stark. Und da seht ihr das auch wieder. Auch wenn er jetzt hier besser auf der Bremse ist. Aber spät auf der Bremse, spät auf der Bremse. Das heißt, wir können hier jetzt vielleicht mit mehr Schwung raus. Ja, aber ähnliche Situation wieder wie gerade. Wenn wir jetzt hier attackieren, in diese erste rechts, dann kann er uns vielleicht auf der Camel Straight oben kassieren. Deswegen wieder hinter einordnen. Und wieder vielleicht das ähnliche Manöver wie gerade. Hier schön spät auf der Bremse gewesen, schön früh auf dem Gas. Und jetzt gleiches Spiel wie gerade. Kommen wir da jetzt wieder durch, Au Rouge. Kommen wir da gut durch. Und da küsst er sogar kurz die Wand. Ich blende euch mal. Oder ich switche jetzt mal hier komplett in eine andere Kamera. Da können wir es auch mal von außen jetzt beobachten. Hier, Au Rouge, sehr, sehr, sehr gut getroffen. Jetzt hier Camel Straight. Wir sind absolut dran, Freunde. Wir sind absolut dran. Und können uns jetzt hier im Windschatten immer näher ransaugen. Gleiche Situation wie gerade. Auf die linke Seite gehen wir jetzt. Er wieder in der gleichen Position. Wie vorhin. Und diesmal bin ich hier spät auf der Bremse. Und er ist auch spät auf der Bremse. Und da gibt es die Berührung. Und er verliert da fast die Karre. Und ich muss hier ein bisschen cutten. Weil wir uns da einfach berührt haben. Und da habe ich mir überlegt. Ja, willst du jetzt den Kollegen so überholen oder nicht? Und ich habe mich dafür entschieden.
ihn jetzt hier nochmal durchzulassen, weil, ja, ich mag solche Überholmanöver nicht. Wenn es da eine Berührung gibt, ich weiß jetzt nicht, wer schuld war, vielleicht war er da auch ein bisschen spät, hat uns da berührt und man hätte es auch so durchgehen lassen können, aber ja, für die Rennaction habe ich mir gedacht, komm, wir reihen uns nochmal dahinter ein und wir wollen das Ganze ja hier mit einem richtig, richtig geilen, clean Move auf jeden Fall entscheiden. Aber das Ding ist, wir sind jetzt hier schon in der letzten Runde und so viele Möglichkeiten haben wir jetzt hier nicht mehr, weil wir könnten es nochmal entweder jetzt hier gleich in dieser rechts-links irgendwie versuchen, uns da besser positionieren, weil er da vorhin immer einen Fehler hatte. Oder ganz zum Schluss in die Busstop-Chicane. Und ja, hier hat er jetzt wieder die Linie leicht verkackt. Das heißt, wir können hier vielleicht links daneben oder rechts daneben. Na, hat aber wieder nicht ganz gepasst. Jetzt hier mehr Schwung holen. Ich hole hier weiter aus in diese letzte Passage hier früher auf dem Gas. Hier muss ich in diese rechts nochmal leicht lupfen. Kann hier nicht voll durchgehen. Und bin jetzt aber näher dran als vorhin. Also wir können jetzt hier vielleicht in die Busstop-Chicane nochmal attackieren. Also eine bessere Ausgangslage, um da jetzt vielleicht nochmal später auf die Bremse zu gehen, sich daneben zu setzen und dann auf den allerletzten Metern jetzt zu attackieren. Hier all in, voll auf dem Gas geblieben, trotz Dirty Air. Jetzt gehe ich hier links daneben, später auf der Bremse. Und ich kann mich hier links daneben setzen. Jetzt hier für diese enge Links sind wir in der besseren Position. Und jetzt wird es ultra, ultra, ultra spannend und knapp. Wo ist er? Wo ist er hier neben uns? Haben wir das jetzt geschafft, Freunde? Das ist jetzt hier die Frage. Und dazu switchen wir mal eben die Kamera und gucken uns das Ganze nochmal von außen an, weil es war einfach unfassbar knapp. Hier, er nimmt die weitere Linie, hat dadurch ein bisschen mehr Schwung und zieht euch dieses Foto-Finish jetzt hier rein. Dazu blende ich jetzt nochmal kurz hier ein Foto ein. Also der Begriff Foto-Finish wurde genau für diese Situation jetzt hier erfunden, weil es einfach sowas von krass knapp war. Und ja, wir haben es noch geschafft, den vierten Platz hier zu kassieren. Freunde, ich bin jetzt gerade hier voll aus der Puste vom ganzen Nachkommentieren. Aber ich bin einfach, ja, ich weiß nicht, diese Emotionen selbst beim Nachkommentieren, ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie ich mich im Rennen gefühlt habe, aber da hätte ich einfach nichts erzählt. Deswegen jetzt beim Nachkommentieren. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr seid wach am Sonntagmorgen und ja, ihr habt einfach Bock, dass ich jeden Sonntagmorgen solche Rennaction für euch hier präsentiere. Wenn es sowas zu zeigen gibt, wenn es natürlich ein langweiliges Rennen irgendwie ist, will ich das hier nicht zeigen am Sonntagmorgen. Deswegen Sonntagmorgen 10 Uhr steht einfach für mega, mega geiles Racing. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr hier nichts mehr und aktiviert auf jeden Fall das Glöckchen, das ist sehr, sehr wichtig. Dann seid ihr nämlich immer direkt auf dem Laufenden und seht direkt, ah, da ist wieder vielleicht ein geiles Rennen online gekommen und das kann ich mir direkt reinziehen. Ja, Freunde, aber ich würde sagen, zieht euch auf jeden Fall auch noch meine anderen Rennen hier rein. Da gibt es sehr, sehr viele Rennen, die mindestens genauso spannend waren. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Haut rein, einen schönen Sonntag wünsche ich euch oder einen schönen restlichen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Haut rein, ciao. Ciao.